Andy? Alles okay? Es geht so. Ja, der Jagdinstinkt. Deswegen sind sie hier. Das macht den Kopf aus. Die Situation scheint sie anzumachen. Naja, ein bisschen. Hören Sie, Sie sind eine hinreißende Frau. Aber wir haben einen Job hier, also lassen Sie uns den erledigen. Nicht so hastig. Der Mond ist da, wir müssen in die Richtung laufen. Ich sehe Andys Wagen nicht. Den finden wir schon, komm jetzt. Also los. Andy? Andy! Wir sind auf jeden Fall richtig. Das ist der Ort aus meiner Vision. Oh Gott! Los, gib mir die nächste. Wenn Andy das nicht gehört hat, ist er wahrscheinlich schon tot. Er ist tot, wenn wir seine Leiche finden und nicht früher. Und wie viele haben wir noch? Zwei. Zwei? Sie hatten nur die. Warte. Da vorne liegt er. Oh Gott, es sieht so aus, als ob... Er lebt, aber er hat ihn verletzt. Hat er sein Herz noch? Ja, wir sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Die letzte. Ich bin dran. Diesmal feuer ich erst, wenn dieses Monster vor mir steht. Okay, da ist es. Nein, da ist der Wendigo. Nein, 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 hier ist er. Herrgott, Prue, wieso sind das auf einmal zwei? Ich verstehe das nicht. Einer davon ist Piper. Schieß doch. Ich kann nicht, Prue. Schieß und bete, dass du den richtigen triffst. Piper hat die Zeit angehalten. Tu was, tu doch was. Schon. Gut, aber ich friere. Habt ihr was zum Anziehen? Andy. Hey, alles in Ordnung? Was ist passiert? Was machst du hier, Prue? Wo ist der Wendigo? Hey, nicht Andy. Oh. Er ist tot. Ganz ruhig, leg dich wieder hin. Beweg dich nicht so viel. Gut. Es ist alles in Ordnung. Ich erkläre dir später alles, okay?